kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem neuen kleinen Mini-Mod-Special. Wir spielen heute Der Schwarze Zauberer. Das ist eine ganz besondere Mod, denn soweit ich weiß, ist es die erste Mod, die im Zusammenspiel mit einer KI erstellt wurde, und zwar mit ChatGPT. Denn die ganze Geschichte hier, die Quests, die Dialoge sind alle von ChatGPT geschrieben. Und die Modder Hans und Thyra haben sich da nämlich was ganz Besonderes überlegt. Ist eine kleine Minimod. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang die Spielzeit wird, aber wir schauen uns das mal gemeinsam an und mal gucken, was uns so erwarten wird. Vater, ich habe gehört, dass ein Schwarzmagier in der Nähe des Dorfes aufgetaucht ist und die Bewohner terrorisiert. Ich möchte etwas dagegen tun. Du bist noch jung und unerfahren, mein Sohn. Der Schwarzmagier ist ein mächtiger Gegner, gegen den selbst erfahrene Kämpfer kaum eine Chance haben. Es wäre zu gefährlich für dich. Aber ich kann nicht einfach tatenlos zusehen, wie unser Dorf bedroht wird. Jemand muss etwas unternehmen. Das stimmt. Aber du musst nicht alleine handeln. Wir werden uns gemeinsam mit den anderen Dorfbewohnern beraten und eine Lösung finden. Aber Vater, ich kann nicht warten. Die Dorfbewohner brauchen Hilfe, jetzt! Und ich fühle mich berufen, etwas zu tun. Bitte, lass mich gehen. Ich verstehe deine Sorge. Aber ich mache mir große Sorgen um dich. Wenn du das wirklich tun willst, dann musst du gut vorbereitet sein. Hier, nimm dieses Schwert und diese Rüstung. Aber versprich mir, dass du vorsichtig bist und nicht unnötige Risiken eingehst. Danke, Vater. Ich werde vorsichtig sein und zurückkehren, wenn ich den Schwarzmagier besiegt habe. Das ist mal wieder typisch. Ja, jetzt wüsste ich es auch alle. Ich bin Kurgas Vater. Grüße gehen raus an RBG Kurga, mein Sohn. Er sollte lieber den Mund halten. Ja, ich bin ja schon ruhig. Aber ich finde, Kurgas Stimme passt sehr gut zum milden Verschnitt und ich glaube, ich komme auch sehr überzeugend drüber als ruppiger alter Vater, der anscheinend zu viel gesoffen hat. Mein Mann sieht das an. Und ich heiße Gerhard. Jetzt kennt ihr auch meinen richtigen Namen. Gerhard. Gerhard Jorgensen. So, bestehen wir mal unseren eigenen Vater natürlich. So, was ist hier eigentlich los? Vater, hä? Warum haben wir ein Loch in der Wand? War das etwa der besagte Schwarzmagier? Meine Meinung kennst du ja schon. Hey, du. Was du nicht sagst. Dorfbewohnerin. Hat nichts zu sagen. Wollte mal wieder keine Frau einsprechen für eine Gothic-Mod. Dorfbewohner hat auch nichts zu erzählen. Dorfbewohnerin 2 vielleicht? Hey. Ey. Was du nicht sagst. Aber interessante Gegend hier auf jeden Fall. Inos, was hast du dazu? Bieten und, null Goldstücke spenden. Kannst mich mal, Inos. Brauch deinen Dank nicht. Wache. Hey, du. Okay, die Wache. Die wacht wohl, aber hat nicht viel zu erzählen. Wen oder was gibt's denn hier noch? Wer bist du denn? Guten Tag, Fremder. Ich bin Händler, der oft durch diese Gegend hier reist. Leider habe ich ein Problem. Ein paar Räuber haben mich überfallen und meine Ware gestohlen. Kannst du mir helfen, sie zurückzubringen? Ja, natürlich. Wo soll ich nach den Räubern suchen? Sie haben ihr Versteck in einer Höhle in der Nähe des Strandes. Bring mir meine Waren zurück und bestrafe diese Räuber für ihre Taten. Als Belohnung biete ich dir einen Rabatt auf meine Ware. Das hört sich fair an. Ich werde mich auf den Weg machen und dein Problem lösen. Das ist doch nichts Neues. Hallo, ich wollte mir deine Waren ansehen. Hast du etwas, das mir bei meinem Abenteuer helfen könnte? Natürlich, mein Freund. Ich habe alles, was du brauchst. Schau dich um und nimm dir, was dir gefällt. Und wenn du etwas Bestimmtes suchst, sag mir einfach Bescheid. Danke. Ich werde sicher etwas finden, das mir hilft. Das ist ja interessant. Zeig mir deine Ware. Natürlich, mein Freund. So, was hast du denn Schönes? Ein Teleportstein. 100 Gold. Wer erzählt denn sowas? Habe ich nicht. Ich glaube da nicht dran. Sir Kurga, Sohn
des Jorgen, Retter der Drachen, Schlechter der Jungfrauen. Kurga, lass doch mal die Jungfrauen in Ruhe. Das liegt doch auch da an. So, darf ich das Gold mitnehmen? Schönes Bild. Und Sohn des Jorgen passt ja, ne? Weil er ist der Sohn des, wie hieß sie nochmal, Günther? Günther Jorgensohn? Günther? Gerhard, sorry. Gerhard, ich meinen eigenen Namen vergessen, ich bin ein alter Säufer, ich weiß es doch nicht. So, Karl. Hey, hast du schon von dem Schwarzmagier gehört, der unser Dorf bedroht? Ja, ich habe davon gehört. Ich werde ihn aufhalten. Sei vorsichtig, er ist ein mächtiger Zauberer. Ich fürchte um die Sicherheit des Dorfes. Mach dir keine Sorgen. Ich werde alles tun, was ich kann, um das Dorf zu beschützen. Ich hoffe, du hast recht. Möge der Schutz des Himmels auf deinem Weg liegen. Ach, erzähl mir nicht sowas. Oh, danke, Karl. Dorfbewohner Nummer 3. Hey, du. Das ist mal wieder typisch. Ich kann alles stehlen, ich bin glücklich. Soldat. Hey, die haben nicht viel zu erzählen. Wer bist du? Susi. Hallo Susi, wie geht es dir? Oh, hallo. Mir geht es nicht so gut. Ich mache mir Sorgen wegen des Schwarzmagiers. Was ist denn los? Ich kann den Tribut an ihn nicht mehr finanzieren. Ich habe all meine Ersparnisse dafür ausgegeben. Und jetzt bleibt mir nichts mehr übrig. Das ist wirklich schlimm. Hast du schon mit den anderen Dorfbewohnern gesprochen? Ja, aber leider können sie uns auch nicht helfen. Wir brauchen jemanden, der uns aus dieser Misere befreit. Keine Sorge, ich werde mein Bestes geben, um den Schwarzmagier zu besiegen und das Dorf zu retten. Danke, das bedeutet mir sehr viel. Ich hoffe, du schaffst es. Keine Sorge, Ritter Kurga hilft, Dame in Not. Gibt es etwas, bei dem ich dir helfen kann? Ja, tatsächlich. Ich habe einen Gegenstand in der eingestürzten Mine verloren. Aber ich kann ihn nicht alleine bergen. Kannst du ihn für mich holen? Klar. Was für ein Gegenstand ist das? Es ist ein Amulett, das mir sehr viel bedeutet. Es war ein Geschenk von meinem Vater. Ich würde es gern zurückhaben. Verstehe. Ich werde das Amulett für dich holen. Das ist sehr nett von dir. Die Minen befinden sich hinter dem Strand. Aber sei vorsichtig. Die Minen sind sehr gefährlich. Besonders nach dem Einsturz. Ich werde aufpassen. Danke für die Warnung. Kein Problem. Viel Glück. Und pass auf dich auf. Tja. Wenn's der Susi fehlt, dann kann's Kurga ihr besorgen. Witzig. Okay, Bertram. Hey. Hallo Fremder, mein Name ist Bertram und ich bin der Schmied hier im Dorf. Ich habe ein Problem und ich hoffe, dass du mir helfen kannst. Ich benötige eine besondere Zutat für meine Schmiedekunst, aber ich kann sie nicht beschaffen. Kannst du mir helfen? Natürlich. Was benötigst du denn? Ich benötige die Zunge eines Varans. Es ist eine seltene und wertvolle Zutat, aber sie verleiht den Waffen eine besondere Stärke. Leider gibt es keine Warane in der Nähe des Dorfes und ich kann sie nicht selbst suchen gehen. Wenn du mir die Zunge bringst, werde ich dir eine spezielle Waffe anfertigen. Das klingt nach einer fairen Belohnung. Ich werde sehen, was ich tun kann. Kannst du mir etwas beibringen? Ich kann dir helfen, stärker zu werden oder dich im Einhandkampf trainieren. Wann willst du beginnen? Ja, wenn ich Lernpunkte habe. Außerdem sagt er zu mir, hey Neuer, weißt du, ich wohne so gegenüber der Schmiede. Aber ich bin einfach neu hier. So, schauen wir uns erstmal da oben um. Snappercrowd. Vielleicht finden wir ja noch Dorfbewohner 6 und 7. Wer bist du denn? Guten Tag. Ich bin der Sohn von Bauer Gerhard. Ich muss in die Burg, um den Schwarzmagier zu besiegen, der unser Dorf bedroht. Tut mir leid, aber ich habe strikte Anweisungen, niemanden in die Burg zu lassen. Wir haben unsere Gründe dafür und ich kann es nicht riskieren, sie zu verraten. Aber ich bin der Einzige, der das Dorf retten kann. Bitte, ich flehe dich an, lass mich rein. Ich verstehe, dass es wichtig ist, aber ich kann wirklich nichts tun.
Ich hoffe, du findest eine andere Möglichkeit, um dein Ziel zu erreichen. Ja, bestimmt. Bitte, lass mich rein. Oh Mann, ey. Also wie gesagt, ne, die Dialoge sind von ChatGPT geschrieben. So, wer bist du? Ja, die haben nicht so viel zu erzählen, die Leute hier. Glaubst du wirklich? Vater, hast du noch was? Der erzähle ich gar nichts mehr. Das sind doch alles Möglichkeiten. So, und wie sieht's eigentlich mit Charakterwerten aus? Ich bin schon Kämpfer mit 30%. Stärke 30. Das kann sich doch sehen lassen. Wie gut ist unsere Rüstung? Auch recht passabel, möchte man sagen. Aber hier sind verdammt viele Wölfe direkt. Was geht denn hier ab? Seid ihr junge Wölfe? Oder seid ihr... Okay, ihr seid echt jung. Da ist wieder ein von diesen Drecksviechern. Keine Laufattacke, bitte. Oh, du Arsch, klaust doch nicht. Eine Erfahrung. Verzieh dich, Wache. Soll das denn? So, was gibt's denn hier Schönes? Schön, dass die Erfahrungspunkte so angepasst sind, dass die ein bisschen mehr geben. Seid ihr große Wölfe oder kleine Wölfe? Was seid ihr? Oh shit, das sind Big Boys. Ah, das wird nix. Das kann ich euch schon mal sagen. Geht doch mal das Mole Rat da hinten essen. Wofür habe ich euch die da hingelegt? Da liegen sie doch, die Mole Rats. Ihr wollt doch sogar drauf. Guck mal, die wollen sogar dahin, aber sie machen es nicht. Ich weiß nicht, welcher Teufel diese Wölfe geritten hat. Junge, 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 Junge. Du sollst herkommen. Aber einzeln, bitte. Das wird sowas von überhaupt nichts. Hat ChatGPT auch die Wölfe hier hingestellt? Wenn ja, danke, ChatGPT. Komm, geht doch Mole Rats essen. Bin sowas von tot. Bin sowas von tot. Ah! Nein! Mann! Okay, die lassen wir mal lieber. Verprügeln wir lieber Monster in unserer Kragenweide. Zum Beispiel Scavenger. Viele Scavenger. Warum so viele? Ich meine, man muss irgendwie gewährleisten, dass man wahrscheinlich aufsteigt, ne? Junge, die geben sogar 105. Nicer. Dicer. Blutfliegen. Warum müssen es Blutfliegen sein? Hat mir eigentlich die Frau, diese Susi, gesagt,
was für einen Gegenstand sie braucht? Ich habe jetzt. Ich habe es schon gar nicht mehr im Kopf, weil sie hat gesagt, ich habe einen Gegenstand verloren. Aber welchen Gegenstand? Was sagt denn unser Questlog? Susis verlorenes Amulett, achso. Naja. Okay, Waranzunge. Gestohlene Waren, ja, ja, Banditen. Mhm. Der Zauberer. Ich habe genug von dem Terror des Schwarzmagiers. Ich werde mich ihm stellen. Doch vorher sollte ich schauen, ob ich den anderen Dorfbewohnern helfen kann. Vielleicht haben sie ja auch etwas für mich. Denn nur mit dem Schwert und der Rüstung werde ich nicht weit kommen. Natürlich nicht. So. Auch ein bisschen mehr Heilung. Das wäre schon nice. Da haben wir doch Heilung. Nee, du nicht Blutpflege. Vielleicht gibt es ja hier eine Pfanne. Was haben wir hier? Mir fehlt der passende Schlüssel. Muss aber schon mal lobend erwähnen, dass hier auch die Dialoge so eingesprochen wurden, extra von Kurga. Dass der Schlüssel fehlt und so. Normalerweise ist es bei Minimods oft so, dass da dann einfach gesagt wird, ja, ist nicht so wichtig. Ne? Mit denn? Hier hat Kurge das extra nochmal eingesprochen, das ist schön. Oh, wer ist denn das? Und nett, dass hier ein Bogen liegt. Vielleicht können wir dann auch die Blutfliegen abschießen. Kann man auch hochklettern. Dann klettern wir mal. Obwohl, hier kann man auch nicht mehr hoch. Aber warum kann man denn... Oder kann man hier hoch? Warum kann man denn hier hin? Hm. Tja, vielleicht kommen wir an anderer Stelle dann noch hoch. Amulett der Geisteskraft? Ist das das, was wir suchen sollen? Ist das schon das Amulett? Das besagte? Komm, bevor ich mich mit dem Blutfliegen prügle, mache ich lieber andere Dinge. Mir gefallen übrigens auch die Texturen hier, die gewählt wurden. Sieht alles sehr stimmig und schön aus. Schön, schön, schön. Diese Karte, ich weiß nicht, ob die extra für diese Mod erstellt wurde. Die gefällt mir bisher auch ganz gut von der Aufteilung. Lädt zum Erkunden ein. Ein Gemeincrawler. Ich glaube, vielleicht sollte ich die nicht töten, weil ich vielleicht noch Crawlerplatten sammeln muss. Andererseits hat mir keiner diese Aufgabe gegeben, also spielen wir einfach. Wir spielen einfach der Nase nach. Wenn ich einen Minecrawler sehe, dann greife ich ihn an. Da ist übrigens das Amulett. Hey, hey, mach keinen Scheiß. Da ist es. Susis Amulett und ein Gürtel der magischen Abwehr. Und der Crawler hat sich bewegt. Einer Talentbonus und Lebensenergie, Jung. Susis Amulett ist ja der Wahnsinn. Hoffentlich sagt Susi,
Behalte das Amulett. Denn ich, Susi, brauche das Amulett nicht. Was ich auf jeden Fall brauche, ist ein bisschen was zu essen. Käse, auch nur so ein Honig hinterher hier. Vielleicht noch ein. Ich frage mich dann, ob wir in Zukunft noch mehr Mods sehen, die in Unterstützung mit ChatGPT entstehen, weil ich meine, man kann ja auch sich verschiedene Dinge da generieren lassen. Also ich denke gerade nach, ne? Also Story, Quests, man kann sich Beschreibungen in jeglicher Form für Items und für Quests schreiben lassen, Schriftstücke, die man in der Welt findet, alles Mögliche. Das nimmt ja gerade Moddern, die alleine sind, unglaublich viel Arbeit ab. Und wenn die Mod schlecht ankommt, kann man immer noch sagen, ja, ChatGPT. Nein, lass es. Blöde Blutpflege. Mach ich mit dem Bogen Schaden? Nee. Natürlich nicht. Also schon Schaden, aber schlechten Schaden. In den Crit, Junge. So, wo sind denn die Banditen? Zieh dich, Blutfliege. Keiner kann dich leiden. Nicht mal der schwarze Magier. Ja, und jetzt, Fliege? Hast du gedacht, ne? So, ein einsames, verlassenes Boot. Ob es hier irgendwas gibt. Vielleicht liegt da vorne auf dem Felsen ja irgendwas. Wer weiß. Ich habe leider keine Sprintmod installiert gerade. Deswegen kann ich auch nicht schneller schwimmen. Vielleicht wurde da ja was hingelegt. Zum Beispiel eine Varanenzunge. Und? Finden wir hier etwas? Natürlich nicht. Oder ich bin gerade blind. Das kann auch sein. Da oben scheint die Banditenhöhle zu sein. Diese Felstextur, die sieht richtig gut aus. Guck mal, gerade an der Stelle sieht die sehr dreidimensional aus. Klar, wenn diese Kanten irgendwo sind, dann ist es nicht so schön. Aber gerade dieses große Stück da sieht sehr gut texturiert aus. Sind gefühlt bessere Texturen als bei Elex 2. Aber guck mal, das sieht richtig gut aus. Klar, je näher man drankommt, desto mehr Tiefe geht verloren. Aber ich finde, die Texturen sind schon nice. Ein großes Lob an den, der die Texturen erstellt hat. Oder die. Oder ChatGPT hat die Texturen auch erstellt. So, was haben wir denn hier oben noch Schönes? Oder ist hier die Räuberhöhle? Ja, das sieht doch... Könnte sein, ne? Oder wohnt hier irgendein ominöser Einsiedler? Hier wohnt niemand gerade. Man kann auch nichts mitnehmen. Womit denn? Tja.
Komm mal ran, Scavenger. Und weil es so spannender wird, machen wir euch zusammen. Komm. So, habe ich noch irgendwas, um mich zu heilen? Heilkraut. Das essen wir einfach mal. Ich hoffe, ich brauche es nicht für eine Quest. Haben wir hier noch eine Wurzel. Und eine Pflanze. Seid ihr die Banditen? Das ist ja eine größere Höhle hier. Womit denn? Ich mach dich fertig. Junge. Da wollen wir doch mal sehen, ob du mich fertig machst. Shit, der macht ja gar nicht mal so wenig Schaden. Okay. Echter Seemannsgrog. Und ich gönne mir einfach mal Haiwurzeln. Eigentlich eine Todsünde in Gothic. Heilwurzeln einfach so zu essen. Was macht ihr da beiden? Was macht ihr da? Da ist mal wieder die Gothic-KI, so gut wie es nur geht. Aber wer ist schuld? ChatGPT natürlich. Hat eben mal die KI umgeschrieben. Haben sich aber hier eine schöne Höhle ausgesucht, die Banditen. Muss man ihnen lassen. So. Warenpaket. Ja, wenn ich das Amulett hier anziehen würde, dann könnte ich den tragen, aber dann verliere ich so viel Talent. Ring der Kraft. Warum nicht? So, Wolfsfell. Ich höre einen Varan. Das Ding schwebt in der Luft. Das hinten auch. Magisches Erz, es kann schweben. Ah, da geht's noch weiter. Nee. Doch. Hier etwa noch der Varan, dessen Zunge ich rauben muss. Okay, die Insel ist recht klein. Lurka, möchtest du herkommen? Kann ich nicht kritten?
zu schwach? Da habe ich aber noch Pech. Ich glaube, ich kann aber nicht kritten. Hä? Wo bist du denn her, Wolf? Was willst du? Ist das jetzt ein zufälliges Ereignis gewesen, dass der Wolf kommt, oder war das so gewollt? Auf jeden Fall war es eine Überraschung. Tja, Lörker, du hast die Rechnung nicht mit dem Sohn des Jorgen gemacht. Gerhards Brut ist unaufhaltsam. Eigentlich könnte ich zurückgehen und ein bisschen Stärke lernen, aber ich muss sowieso an den Wölfen vorbei. Schön, das hätten wir auch. Den Pfad nach da oben, den nehme ich dann gleich. Jetzt wollen sie es wissen. Ja, da oben gibt es auf jeden Fall einen Pfad in die Berge, aber ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal zurück und lerne ein bisschen was. Wir haben ja schon 45 sagenhafte Lernpunkte. Wobei ich Susi ungern dieses Amulett abgeben würde. Naja, wir können uns einen Teleporter zurückkaufen. Jetzt noch was zu sagen, Vater? Ich sollte lieber den Mund halten. Meine Meinung kennst du ja schon. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? So, mein Freund. Hallo. Ich habe die gestohlenen Waren zurückgebracht und die Räuber bestraft. Oh, das ist mal wieder vielen Dank. Ich bin so erleichtert, dass meine Waren wieder da sind. Du hast einen großartigen Job gemacht. Hier ist deine Belohnung, wie versprochen. Sieht das anders? Ich glaube, eine starke Rüstung, die auf deinen Reisen dich beschützen wird. Vielen Dank. Das wird mir bestimmt weiterhelfen. Geil. Einfach mal eine Plattenrüstung. Und sonst? Solltest du jemals meinen Kollegen Fisk treffen, grüß ihn von mir. Dann wirst du ein bisschen Rabatt bekommen. Er hat die besten Schwerter mit Ornamenten, die du je gesehen hast. Ich kann ihn nur empfehlen. Und das wird noch ja, danke. Zeig mir deine Ware. Natürlich, mein Freund. So, Eisblock. Ja, Eisblock. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Komm, ich verkaufe einfach mal die Degen und diese Dinger hier und das ist ja interessant. Das hätte doch. Schutz vor Magie wäre schon ganz gut. Das behalte ich auch mal. Die ist nichts wert. Das ist ja interessant. Das hätte doch besser wissen. Muss ich mal aufpassen. Einfach zu viel. Ich habe es selbst erlebt. Ich kaufe mir mal den Eisblock. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Erledigen sich von selbst. Kann ich noch irgendwas verkaufen? Arbeitet auch den ganzen Tag. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Erstmal abwarten, was draus wird. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Das ist alles nicht so viel wert. Wer erzählt denn sowas? Ach, Susi, übrigens. Hallo Susi, ich habe dein Amulett gefunden. Oh, du hast mein Amulett gefunden. Du bist ein wahrer Held. Ich danke dir von Herzen. Aber sag mal, wie war es in der Mine? Hast du dort etwas Interessantes gefunden? Ja, ich habe dieses Amulett gefunden. Das ist ja fantastisch. Ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Du bist wirklich ein tapferer Abenteurer. Hier ist deine Belohnung. Du hast sie dir redlich verdient. Und danke nochmal für alles. Glaubst du wirklich? Ja, danke auch für alles. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Susi. Meine Meinung kennst du ja schon. Du musst eben aufpassen,
Ja, schöne Plattenrüstung haben wir direkt bekommen, klar. Macht auch Sinn. Glaubst du wirklich? Meine Meinung kennst du ja schon. Ja, wer muss die Arbeit ja machen? Das ist mal wieder typisch. Schade, dass ich das Amulett abgeben musste. Das ist doch nichts Neues. Das weiß doch inzwischen jeder. Ich habe es selbst. Trank der Stärke, warum nicht? Möglich ist alles. Daran wird sich nie was ändern. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Ja, ich würde sagen, wir pumpen ein bisschen stärker, oder? Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Hey, trainiere mich. Er redet einfach zu viel, es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Daran wird sich nie etwas. Nett, dass man gleich plus 10 steigern kann. Ehrlich, oder wir lernen Einhandkampf auf Meister, aber ich würde sagen, Stärke ist besser. Meine Meinung kennst du ja schon. Vielleicht so? Mehr erzähle ich gar nichts mehr. Boah, damit kann ich doch leben. Er arbeitet auch den ganzen Tag. So, haben die anderen jetzt noch irgendwas zu erzählen? Jetzt als krasser Typ mit Plattenrüstung. Darf ich da vielleicht in die Burg? Nö. Okay, dann versuche ich jetzt noch den Varan zu finden. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Wer sagt denn sowas? Die Plattenrüstung ist schon ein bisschen heftig. Hier, Vater, guck mal, was ich für eine Rüstung habe. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ja, er arbeitet auch den ganzen Tag, der Gerhard. Den ganzen Tag sägt er am selben Block, kriegt ihn aber nie durchgesägt. Deswegen hatte Mutter uns auch verlassen. So, gehen wir mal hier hoch, würde ich sagen. Was geht denn hier ab? Tja, ich habe jetzt keine Angst mehr von euch. Oh shit, sollte ich aber haben. Selbst mit der krassen Rüstung machen die mir immer noch 5 Schaden. Aber es gibt ja auch, also das ist ja der Grundschaden. Weniger können sie auch gar nicht machen, fällt mir gerade auf. Ich sollte eigentlich Susi verprügeln und ihr Amulett wieder klauen. Das wäre eigentlich eine fantastische Idee. Shit, und ich hätte mir Fleisch braten sollen. Naja, dann essen wir mal eine Wurst, Bruder. Ja, sonst, questtechnisch ist jetzt hier nicht so viel eigentlich. Aha. Kann ich dir einfach deine Zunge rauben? Fetter Varan. Ist auch ein schöner Kosename, falls ihr noch einen braucht für euren Partner oder Partnerin. Flammenzunge. Ring der Lebendigkeit. Schön. Noch irgendwas? Ja, das war's, würde ich sagen. Dieser famosen Quest. Geschrieben von ChatGPT. Ich find's einfach witzig, dass eine KI anscheinend sich an Menschenquests orientiert, aber nicht selber eigene so richtig krasse Ideen hat. Weil man würde jetzt denken, eine KI ist gewieft und schlau und hat sich jetzt irgendwas Heftiges ausgedacht, aber bisher war es ja nur standardmäßige Rollenspielquests, die man
in jedem Rollenspiel findet. Töte ein paar Banditen, hol mir Gegenstand XY. Ja, ja. Hol mir Gegenstand XY war sogar jetzt dreimal da und töte die Banditen. Plus hol mir den Gegenstand. Gab's halt noch. Hallo Bertram, ich habe die Zunge für dich gefunden. Hier ist sie. Du hast es geschafft. Vielen Dank. Sie wird mir helfen, Waffen zu schmieden, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Hier ist deine Belohnung. Wie versprochen, eine speziell angefertigte Waffe, die dir bei deinem Abenteuer helfen wird. Vielen Dank. Ich werde sie mit Ehre tragen. Schattenschlechter. Er sollte lieber den Mund halten. Nice. Ich hätte das nicht gemacht. Natürlich werde ich den Schattenschlechter mit Ehre tragen. Der erzähle ich gar nichts mehr. Wie genau hilft die Zunge jetzt, dass man den... Das ist ja interessant. Also, dass man eine Waffe schmieden kann? Das ist mal wieder typisch. Kann ich euch eigentlich alle verprügeln? Weg mit der Waffe! Na warte, du Mistkerl! Wie, die sind unbesiegbar. Jetzt Und? Bin ich ausreichend bewaffnet, um mich dem Magier zu stellen. Ich sollte meinem Vater davon berichten. Das hätte er doch besser wissen müssen. So, Vater. Hallo, Vater. Ich habe alle Aufgaben erledigt. Ich habe die Varanzunge für den Schmied gefunden und die gestohlenen Waren für den Händler zurückgebracht. Ich bin bereit, den Schwarzmagier zu besiegen. Du hast großartige Arbeit geleistet, mein Sohn. Ich bin sehr stolz auf dich. Worum soll ich mich denn? Aber ich muss dich warnen. Der Schwarzmagier hat sich in einer Hütte, in einer Höhle am Strand niedergelassen. Das ist doch kein Geheimnis. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er wieder versucht, das Dorf zu bedrohen. Sei auf der Hut. Was Verstehe. Du nicht sagst. Ich werde ihn finden und ihn endgültig besiegen. Das kann er nicht. Ich weiß, dass du das kannst. Aber ich mache mir trotzdem Sorgen um dich. Bitte, pass auf dich auf. Mach dir keine Sorgen um mich, Vater. Ich werde immer auf der Hut sein. Mehr. Und wenn ich zurückkomme, werden wir gemeinsam ein großes Fest feiern, um den Sieg zu feiern. Das ist ein guter Gedanke, mein Sohn. Aber vergiss nicht, dass wir alle sehr stolz auf dich sind. Ich wünsche dir alles Glück der Welt. Mach uns stolz. Junge, also man würde ja gerne fragen, wer hat die Dialoge geschrieben. Aber ihr kennt die Antwort ja bereits. Ja, dann ist die Quest jetzt anscheinend schon den Magier zu bekämpfen. Interessant. Ich glaube, bei dieser Mod ging es weniger darum, eine fantastische, heftige Mod zu machen, als mehr darum, einen Versuch zu machen, überhaupt mit einer KI zusammenzuarbeiten und in Zukunft vielleicht solche Mods. Mod-tauglicher zu machen oder die Zusammenarbeit mit der KI mod-tauglicher zu machen. Mal gucken. Mal gucken, wer jetzt dieser Schwarzmagier ist und was der so drauf hat. In einer Hütte am Strand, hat er doch gesagt. Mir fehlt der passende Schlüssel. Ist der Schlüssel hier eigentlich irgendwo? Irgendwo versteckt? Also ich schätze mal, der Magier ist einmal da oben, ne? Gut, dass wir einen Eisblock haben. Hallo? Deine Naivität wird dich teuer zu stehen kommen. Wenn du schlau wärst, würdest du einfach das Dorf verlassen und mich in Ruhe lassen. Ich werde nicht zulassen, dass du das Dorf bedrohst und unschuldige Menschen in Gefahr bringst. Deine Zeit ist abgelaufen, Schwarzmagier. Ich werde dich aufhalten. Du bist ein Narr. Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Ich bin ein Meister der schwarzen Magie. Und du bist ein einfacher Bauernsohn. Ich werde dich vernichten. Ich bin vielleicht ein Bauernsohn. Aber ich habe meinen Verstand und meinen Mut. Das ist mehr, als du jemals haben wirst. Und ich werde dafür kämpfen,
dass das Dorf in Sicherheit ist. Dein Mut ist bewundernswert, aber er wird dir nicht helfen. Du wirst scheitern, Bauernsohn. Ich werde dich zermalmen wie eine kleine Fliege. Das werden wir noch sehen. Komm und zeig mir, was du drauf hast. Junge, diese Dialoge sind einfach einer Götterdämmerung würdig. Ah! Oh shit. Lalalalala. Easy peasy. Außerdem finde ich es echt traurig, dass Koga sich ans Skript gehalten hat, als er gesagt hat, vielleicht bin ich ein Bauernsohn. Das wäre die Chance gewesen zu sagen, vielleicht bin ich ein Jorgensohn. Aber wenigstens habe ich Verstand und Mut. Das war quasi die Steilvorlage dafür. Übrigens ist das ein sehr schöner Turm da vorne. Also die Welt, so diese kleine Minimap hier, die ist echt schön gebaut. Da kann man nicht meckern, ne? Sehr viele coole so Assets, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Du warst doch inzwischen wieder. Hallo Vater, ich habe es geschafft. Ich habe den Schwarzmagier besiegt und unser Dorf gerettet. Mein Sohn, du hast uns alle gerettet. Ich bin so stolz auf dich. Ich wusste immer, dass du derjenige bist, der uns beschützen wird. Du bist ein wahrer Held. Danke, Vater. Aber ich habe es nicht allein geschafft. Ohne die Unterstützung der Dorfbewohner und die Hilfe von Bertram und dem Händler hätte ich es nicht geschafft. Das stimmt, mein Sohn. Wir sind alle dankbar für deine Tapferkeit und Entschlossenheit. Wir werden dich immer als Helden des Dorfes ehren. Genau das habe ich auch gesagt. Ja, das war es anscheinend schon mit der Mod. Er sollte lieber den Mund halten. Ich habe es ja eben schon gesagt. Warte mal, ich gehe mal kurz irgendwo hin, wo die Leute nicht im Hintergrund labern. Also ich habe es ja eben schon gesagt, das Ganze scheint eher ein Versuch zu sein, mal mit ChatGPT zu arbeiten. Ist jetzt natürlich keine atemberaubende Mod, die einem vom Hocker haut. Es ist eine kleine Unterhaltung für zwischendurch, wenn man Gothic mag. Ich denke, die Sprecher, die jetzt hier waren, haben die vom ChatGPT gesprochenen Dialoge ganz gut rübergebracht, denke ich. Ne? Ich finde, Kurgas Stimme passt auch zu diesem milden Verschnitt, habe ich ja auch eingehend schon gesagt. Und ansonsten habe ich auch eben schon gesagt, schöne Assets. Ne? Hier schöne kleine Insel mit verschiedenen schön ausgearbeiteten Bereichen, wie zum Beispiel diesen Höhlen und so. Das ist alles nett gemacht. Aber an sich ist die Mod halt wirklich nichts Besonderes, sag ich mal, in dem Sinne. Ne? Alles, was man hier gemacht hat, hat man schon mal gesehen. Es ist halt total unrealistisch auch, dass man nach einer Quest hier so eine Paladin-Rüstung kriegt und. Müssen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass es einfach als Versuch gilt, mal mit ChatGPT zu arbeiten. Mal gucken, was die Zukunft noch bringt. Ob viele Modder jetzt ChatGPT oder andere KIs mit zur Hilfe nehmen bei Mods. Ist auf jeden Fall mal interessant. Ansonsten hatte ich trotzdem Spaß, hier das Ganze zu spielen. Ich hatte Spaß beim Vertonen. Ich rede unglaublich gerne in dieser versoffenen Stimme. Und ja, hab da immer Spaß dran. Aber ansonsten gibt's, denke ich, nicht viel zu sagen. Falls euch noch was einfällt, schreibt's gerne in die Kommentare. Und ja, ansonsten war jetzt eine nette Unterhaltung für zwischendurch. Danke geht raus an alle Beteiligten, die hier mitgewirkt haben. Ist auf jeden Fall mal was Besonderes, weil wir eben ChatGPT als Unterstützung hier hatten. Und ja, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. So, feiern wir mal ein Fest. Der schwarze Zauberer. Das Team Hans, Thyra und ChatGPT, Beta-Tester, Angelsachse, Eiskönig, Fisk, 2033, Tandrael, Sprecher, RPG-Kurga, Protagonist, Hexen, Schwester,
Susi, Wieso, Hexenschwester, Jorgenson, Gerhard, Kersow, Schwarzmager, Mietbug, Karl, Milgo, ich kann es nicht so schnell lesen, sorry. Modder-Datenbank, Milgo, Kurzer, Competition, 3Ds und bla 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 bla. Ja, viele tolle Sachen. Besonderer Dank an Sektenspinner für Icarus, Orange als beste Südfrucht, okay. 99% der Geschichte, Aufträge und Dialoge wollen als kleines Experiment, ja okay, da steht es ja nochmal, ne? Als kleines Experiment gemacht. Danke fürs Spiel. Ja, und das war's. Schönes Standbild hier noch von unserem besten Freund Gerhard und auch Vater. Er ist Freund und Vater für uns. Ja, und Grüße gehen raus an den Sorgensohn und Sohn eines Jorgen, RPG-Kurger. Er hat bestimmt die Mod auch gespielt. Schaut mal auf seinem Kanal vorbei. Schaut euch, was er für Eindrücke gewinnen konnte. Vielleicht hat er auch noch Hintergrundinformationen, die ich nicht habe. Auf jeden Fall, Grüße gehen raus und ja, gehabt euch wohl.